ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt gerade gesehen, meine ersten Klamotten sind angekommen, denn ich habe ein bisschen Merch produziert. Und warum das Ganze und wieso, weshalb, erkläre ich euch in diesem Video und zeige euch natürlich auch, was hier drin ist. Also, warum jetzt schon? Ich bin ja jetzt nicht irgendwie groß auf YouTube oder so, aber ich hatte einfach Bock, so ein paar Klamotten für mich selber irgendwie zu machen. Ich habe sowas immer schon damals für meine Breakdance-Crew mal zwischendurch gemacht und die Sachen dann drucken lassen. Ich mag das irgendwie, seine eigenen Klamotten so zu tragen, ne? Und dann habe ich mir gedacht, hey, das machst du jetzt fürs Mountainbiken auch. Und dann hat der Marc mich darauf gebracht, hey, du kannst halt auch einen Shop eröffnen, so und so, das ist ganz einfach und so weiter und so fort. Und das habe ich dann auch einfach kurzerhand getan. Und jetzt habe ich mir die Sachen selber bestellt, weil, ja, anders kann ich ja gar nicht testen, ob das jetzt geil ist, ob es da Verbesserungsbedarf gibt und so weiter. Übrigens, wenn ihr Sachen davon haben wollt, findet ihr immer den Link unten in der Beschreibung oder auf Instagram Daniel. Daya.mtb in dem Linktree, da findet ihr einmal den Kanal, YouTube-Kanal und den Weg zu meinem Shop. Wenn euch also irgendwas gefällt und ihr irgendwas kaufen wollt, ich habe versucht, die Preise schon gering zu halten, würdet ihr mich einfach krass unterstützen damit, weil ich einfach mehr Zeit habe, guten Content zu produzieren, Videos zu machen und vielleicht irgendwie weniger in meinen anderen Jobs arbeiten muss. Deswegen, wenn euch was gefällt, schlagt gerne zu. Ich gebe jetzt gleich meine ehrliche Meinung zu den ganzen Klamotten ab, ob das Ganze was taugt oder nicht. Machen wir das Ding mal auf. Ich bin ehrlich, Leute, ich habe mich richtig krass gefreut auf die Sachen heute. Ich bin echt krank gespannt einfach. Also die Verpackung, wenn es komplett alleine mein Shop wäre, würde ich die Verpackung ein bisschen geiler machen. Aber die kann man leider nicht personalisieren. Vielleicht geht es irgendwie, aber da brauchen wir wahrscheinlich irgendwie so eine Pro-Version oder so. Einmal. Ich habe irgendwie 5 Teile bestellt oder so und das sieht jetzt hier so ultra wenig aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier jetzt alles drin ist. Ja, Hoodie, Anthrazit, den Motiv Freeride, Unisex Hoodie, dann ein Longshirt, noch ein Longshirt, und ein Oversize T-Shirt für Frauen. Haben wir getestet hier. Ihr seht es jetzt, glaube ich, vor mir. Das hinten, ah, krass, das ist das Trailhunter Shirt. Ich zeige euch gleich mal die Sachen auch mal angezogen. Das ist das für Frauen, was ich bestellt habe. Jetzt in M. Also für Oversize Frauen würde ich vielleicht eine Nummer größer bestellen. Auf das war ich richtig krass gespannt. Jetzt seht ihr noch nichts. Ach, so sieht das Logo aus. Ich zeige euch die Sachen auf jeden Fall gleich mal angezogen. Das ist das Men's Long Body Urban Tee in L. Ich sage euch auf jeden Fall gleich alle Größen, die ich habe. Und ob ich es anders bestellen würde nochmal. In eine Nummer größer zum Beispiel oder so. Das ist der Hoodie. Auch mit dem Freeride Logo. Hätte ich vielleicht nicht in Anthrazit bestellt beim nächsten Mal. Sondern auch in Schwarz. Ich bin sehr überrascht über diesen Druck. Das ist Digital-Direktdruckverfahren und ich bin echt überrascht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es in den Wäschen aussieht, aber es soll sich wohl gut halten. Yes, also das sind die Logos mit dem, das heißt Freeride, und da habe ich einmal den Hoodie. Der Hoodie ist jetzt Unisex, das heißt Männer und Frauen können den tragen. Ich dachte, komm, das ist ganz interessant, wenn ich das mal ausprobiere. Ich habe immer versucht, meinen Namen und so weiter auf manchen gar nicht drauf zu haben und auf anderen nur ganz klein, weil ich wollte nicht, dass ihr irgendwie nur meinen Namen tragt oder sowas, sondern dass ihr ein Design habt, was ihr auch irgendwie einfach feiert und was ihr cool findet. So, ich baue jetzt mal um, dann gehe ich da vor die Wand und ziehe die Teile mal an, also außer das Frauenshirt. So, das ist einmal das Longsleeve, also ein bisschen oversized. Unten passt das B perfekt. Ich finde sogar, das hätte, also so fittet das jetzt halt genau richtig. Aber ich mag das auch, wenn die so extra weit sind. Hätte auch eine Nummer größer noch sein können, glaube ich. So, nochmal Oversize Longsleeve. Ich mag das halt übelst gerne, ich trage es gerne so. Und zwar mit dem Trailhunter, dem Hugo oder dem Rainer. Wir haben uns noch nicht entschieden, wie der heißt. Ich habe ja bei Instagram gefragt, wie wir ihn nennen sollen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie wir die gute Eule nennen können in Zukunft.
Und den Hoodie? Ich habe den ja, wie gesagt, in L, glaube ich. Einen Moment. Ja, in L. Das ist allerdings der Unisex-Hoodie in L. Ich hätte ihn, weil hier ist schon ein bisschen kurz, der ist auch nicht so dick. Ich hätte den in XL bestellt. Der Stoff ist aber geil, also der gefällt mir gut. Und hinten halt wieder das Freeride-Logo drauf. Ich habe mittlerweile noch viel, viel mehr neue Sachen gemacht, aber wollte erstmal ein paar Teile einfach bestellen, nur zu checken, wie die Qualität ist. Und ich finde echt eben wirklich gut. Ich nehme mal kurz das Trailhunter-Shirt hier. Ich weiß nicht, ob ihr das, wie gut ihr es sehen könnt. Das ist ein echt aufwendiger Druck hier. Also da ist schon viel Zeug drin. Das haben die auch echt gut gemacht und euch doch hier diese kleinen Details, diese kleinen Spritzer, die da drin sind. Die haben die wirklich nice gemacht. Ich zeige euch schon das Frauenshirt, ziehe es jetzt natürlich nicht an. Also das gibt es auch für Männer, ne? Natürlich. Das Design mit dieser Schrift gibt es auch für Männer. Könnt ihr mal abchecken. Ist auch gut gemacht, schön. Früher war das ja ganz oft, wenn du dann so einen Druck hattest, dann war das hier also alles so ausgeschnitten und so drauf gepappt. Und das halt auch alles einzeln. Und was ich gut finde, das ist halt kein Flexdruck. Weil Flexdruck hat so das Problem, die T-Shirt-Qualität ist echt in Ordnung. Ich hätte echt gedacht, also wirklich gut. Ja gut, das ist auch ein Premium-Shirt, Woman. Also, ich kann da jetzt nicht meckern. Ehrlich nicht, wirklich. Ich würde es euch sagen, wenn ich es scheiße finden würde. Yes, Leute. So Leute, das war die kleine Preview für die Klamotten. Wenn euch etwas gefällt davon, dann könnt ihr natürlich gerne zuschlagen. Ich habe den Link jetzt ab den neuen Videos immer unten in der Beschreibung und ihr könnt einfach shoppen gehen. Wenn das Video online kommt, dann müsste noch knapp, ich weiß gar nicht, ist da noch eine Woche Sale? Also auf jeden Fall ist im Moment noch Sale. Ich schaue mal gerade rein, wie lange wir noch Sale haben. Weil sonst muss ich das Video früher online bringen, ne? Den ihr was davon habt. Noch 8 Tage. Das heißt 8 Tage ab heute. Heute ist der 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis zum 6. Oktober ist noch 15% Rabatt, weil einfach so, ja, so ein Startrabatt, so dass einfach 15% auf jeden Fall Discount, den müsst ihr einfach auf Einlösen klicken, wenn ihr oben auf der Website seid und dann kriegt ihr den Rabatt im Warenkorb abgezogen. Yes, wenn ihr euch was gönnen wollt und euch irgendwas gefallen habt, dann schlagt einfach zu. Ich bin wirklich zufrieden damit. Werde euch immer Feedback geben, wenn ich mir neue Teile bestelle und dann kriegt ihr davon zu hören. Würde mich sehr freuen, ihr würdet mich auf jeden Fall krass unterstützen und ja, gebt mir Feedback. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch, Notifications anmachen. Wir haben wieder so eine schlechte Ratio zwischen Abonnentenzahl und Aufrufenzahl. Ja, bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao.